Hallo euch allen, das sind wir dabei, MannerFN19. Wir sind zurück im allerersten Solo-Battle dieser Woche. Da haben wir ein bisschen geschlunzt, muss ich gestehen. Aber jetzt geht's los. Wir treten an, tja, in Kansas City gegen die Jacksonville Jaguars. Fragt nicht nach dem Warum oder Wieso, wir tun es einfach. Wow, und gleich mal ein richtig schöner, harter Hit. Der Return endet also an der 24-Yard-Linie. Wollen wir mal schauen, wer den Quarterback spielt. Hoffentlich nicht Mr. Black Bottles. Nein. Passend dazu in Kansas City John Elway von den Denver Broncos. Na Mahlzeit. Haben wir ja alles vertreten. So. Dann stellen wir mal unsere Defense ein. Na, Solo Battle, also kein aggressives Tackling. Wir versuchen John Elway unter Druck zu setzen. Versuchen also zu blitzen. Erster und 10 an der 24. Laufversuch. Todd Gurley für minus 2 Yards. Das war schon mal nix. So, zweiter und 12. Ball an der 21-Yard-Linie. Ach, ich liebe solche Anfänge ins Spiel. So ein Tackle for Loss läuft. Ich glaube, da hat er die Yards wieder rausgeholt, die er eben verloren hat. Nein, nicht ganz. Dritter und 11 damit. Ball an der 23-Yard-Linie. Ist natürlich direkt in der allerersten Angriffssequenz so eine Situation. Das ist nicht schön. Elway läuft und wird getackelt. Hart getackelt von DeMarcus Ware. Vierter Versuch und 20. Von ihrer eigenen 14-Yard-Linie aus müssen die Jaguars jetzt punten. Der Ball ist unterwegs. Sanders nimmt ihn auf an der 32-Yard-Linie und läuft rüber über die linke Seite. Hat da eine Lücke, macht einen Spin-Move, ist immer noch unterwegs und ist in der Endzone. Das ist ein Punt-Return-Touchdown durch Deion Sanders. Also nicht nur unsere Defense, auch das Special-Team hat hier direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Ui. Das ist aber fix. Damit steht es 7:0 zu Beginn dieses Spiels. Perfekt. Wunderbarer Start. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 1-Yard-Linie. Wird dort aufgenommen und retourniert. Bis zur 29-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 29-Yard-Linie. So, wir blitzen mit beiden Safeties. Laufspiel. Oh, da kann er sich lösen. Sehr schöner Lauf von Todd Gurley. 6 Yards Raumgewinn. Zweiter Versuch und 4. Ball an der 35-Yard-Linie. Aber sehr, sehr schöner Lauf von Gurley. Da müssen wir aufpassen, dass wir den hier nicht komplett zur Entfaltung kommen lassen. Oh, fast die Interception. Der Ball war schon in der Wurfbewegung nach vorne, aber da hatten sogar noch zweimal der Verteidiger die Möglichkeit, diesen durch die Luft trudelnden Ball eventuell zu fangen. Und dann wäre es eine Interception gewesen. Dritter Versuch und 4. Ball an der 35-Yard-Linie. Elway wirft, aber viel zu kurz. Kein First Down, heißt, wir haben einen vierten Versuch und 3. Wieder der Punt der Jaguars. Kick ist unterwegs, geht bis an die 21-Yard-Linie. Sanders wieder mit dem Return über die linke Seite. Der hat da schon wieder eine Lücke, das gibt's ja gar nicht. Also das Special Team der Jaguars ist nicht präsent. Der zweite Punt-Return-Touchdown durch Deion Sanders. Meine Offense war noch nicht eine Sekunde auf dem Feld. Und es steht 14:0. So, Kickoff. Ball ist unterwegs, geht bis an die 1-Yard-Linie. Wird dort aufgenommen und retourniert bis zur 23-Yard-Linie. Wir haben nur 30 Sekunden zu spielen hier
im ersten Quarter. Wie gesagt, meine Offense hält sich immer noch am Spielfeldrand irgendwie warm. Die würden vielleicht auch mal gerne aufs Feld kommen. Erster und 10 an der 23-Yard-Linie. Doyle geht in Motion. Und das ist ein Sack, der mal richtig wehgetan hat. Die Marcus Browns kommt da durch. Wir haben einen zweiten Versuch und 17. Ball ist an der 16-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Sehr schöner Tackle von Jeff Heath. Heißt, wir haben einen dritten Versuch und 14. So, Ball ist an der 19-Yard-Linie. Druck auf Elway, langer Ball. Boah, der ist vollständig. Ein One-Hand-Catch. Ein Wahnsinns-Play. Steve Smith Senior. Wahnsinns-Catch. Erster und 10, Ball ist an der 42-Yard-Linie. Und ich war echt auch mit meinem Verteidiger in keiner schlechten Position. Aber wenn der Receiver hier dann so ein Play raushaut, da hast du es verdammt schwer. Laufversuch von Walter Payton. Sweetness kommt ein Jahr weit, heißt ja meinen zweiten und 9 an der 41-Yard-Linie. Wir nähern uns dem 2-Minute-Warning der ersten Halbzeit. Zweiter Versuch und 9. Vollständiger Pass, ein wunderbarer Hit, das ist ein Fumble. Und den haben wir uns gesichert. Byron Jones. An der 37-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für meine Cowboys. Das heißt, meine Offense kommt wirklich 3 Sekunden vom 2-Minute-Warning zum ersten Mal aufs Feld. So, dann schauen wir mal, was wir da haben. Lauf über die Außen. Das klingt doch gut. Wir schicken also Eddie George auf die Reise. Und zwar gehen wir über die linke Seite. Los geht's. Alles unterwegs. Hat da eine Lücke und kommt bis an die 43-Yard-Linie der Jaguars. Erster Versuch und 10. Die letzten 2 Minuten in der ersten Halbzeit haben bereits begonnen. So, das hat ja eben gut funktioniert mit diesem Lauf über die Außen. Die George über die linke Seite. Hat da schon wieder eine riesen Lücke. Da ist nur noch ein Safety, der kann ihn nicht aufhalten. Touchdown Cowboys. Wir sind in der ersten Halbzeit und es steht, wenn dieser PET gut ist, was er jetzt ist, 21 zu 0. Also wirklich ein ganz schwaches Spiel, was die Jaguars hier zeigen. Der Kick ist unterwegs. Geht über die Endzone hinaus. Kein Return dadurch. Erster und 10 an der 25. Boah, wieder viel Druck. Da glaube ich, da laufen sich meine blitzenden Verteidiger gerade selbst in die Hacken. Zweiter Versuch und 10, Ball ist immer noch an der 25-Yard-Linie. Die No-Huddle-Offense jetzt hier der Jaguars. Vollständiger Pass. Der erste Tackle-Versuch hat zwar nicht gesessen, aber der hat den Receiver so in Straucheln gebracht, dass der zweite Tackler den Mann zu Boden bringen konnte. Vollständiger Pass. Oh, hat das gereicht zum First Down? Das ist eine knappe Nummer. Es hat neuer erster Versuch an der 36-Yard-Linie. Oh, Elway unter Druck. Beim zweiten Mal wird er erwischt. Erstes Timeout genommen von Jacksonville. Aber 2.20 jetzt von der 6, von der eigenen 26-Yard-Linie. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut für Jacksonville. Here we go.
Wunderbar. Richtig schön Todd Gurley die Tür zugemacht. Dritter Versuch um 24. Ich nehme meine Auszeit, weil ich denke, dass das Team der Jaguars jetzt die Zeit runterlaufen lässt. Und ehrlich gesagt, wenn die von da hinten nochmal punten müssen, nehme ich das gerne nochmal auf. Laufspiel, ich nehme meine zweite Auszeit. So, jetzt haben wir noch an der 22-Yard-Linie mit 44 Sekunden auf der Uhr müssen die Jaguars punten. So, Sanders nimmt den Ball auf an der 32-Yard-Linie. Und vor dem, glaube ich, haben sie einen Heidenrespekt. Diesmal aber kommt er in Anführungsstrichen nur bis an die 43-Yard-Linie der Jaguars. Aber wir haben noch 32 Sekunden auf der Uhr. Wir haben noch eine Auszeit. Und da versuche ich jetzt natürlich vielleicht nochmal Punkte zu erzielen. Gehen wir doch gleich mal mit 4 Verticals so ein bisschen aufs Ganze. Schicken also 4 Receiver Richtung Endzone. Einer davon ist Shan Sharp, mein Tight End, aber auch der jetzt als Receiver aufgestellt. Wir schauen mal, wer von den Jungs frei ist. Ich gehe auf Keyshawn. Oh Gott, der ist Mutterseelen alleine. Touchdown Cowboys. Das ist eine echt bittere Pille für Jacksonville, denn es steht jetzt 28-0. Ach, ist das schön. Das letzte Spiel hatten wir gegen die Madden Legends. Da war das alles deutlich schwieriger und deutlich zäher. Aber hier fluppt das wie frisch geölt. Touchback. Ball ist an der 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. So, wir blitzen weiter. Ich bin gespannt, was jetzt die Titans noch riskieren. 2 Auszeiten haben sie noch. Wenn du mit 28-0 zur Pause hinten liegst, bist du auch nicht mehr so übermotiviert. Und da ist auf einmal eine Riesenlücke für Walter Payton. Das war kein Tackle, der ist mehr ins Ausgedrängt worden. Aber Riesenlauf, erster Versuch und 10 damit an der 48-Yard-Linie. Hab also die Mittellinie überschritten. Vollständiger Pass, das war das Versuch eines Screen Passes. Aber da haben wir gut aufgepasst. Zweiter Versuch und 12. Ball an der 50-Yard-Linie. Jackson und Jaguars haben gerade ihre zweite Auszeit genommen. Eine haben sie jetzt noch zur Verfügung. Wieder Walter Payton, wenn ich es richtig gesehen habe. Dritter und 8. Sie nehmen ihre letzte Auszeit. Ball ist an der 46-Yard-Linie. Dritter Versuch und 8, 10 Sekunden vor dem Ende. Unvollständiger Pass von Elway. Vierter und 8. Ich schicke da mein Safe-Team jetzt auf den Platz, weil ich nicht glaube, dass ich hier zum Return kommen werde. Boom. Der hat wehgetan. Der war so als Rache für Sanders, war der gedacht. Halbzeit. Und das mit einem souveränen 28-0. Das Schöne ist ja, wir bekommen mit Beginn der zweiten Halbzeit, wo wir jetzt einsteigen, den Ball direkt zurück. Sanders an der 5 nimmt den Ball auf und läuft wieder sofort rüber auf die linke Seite. Da sieht man schon, da sind schöne Blocks. Kommt bis an die 45-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch um 10. Laufen natürlich erstmal über Eddie George, auch um die Uhr wieder ans Laufen zu kriegen. Erster und 10, Eddie George durch die Mitte. Der tankt sich schon irgendwie wieder durch, kommt, glaube ich, fast bis an ein neues First Down heran. Das sind Zentimeter noch Second and Inches. Der Ball ist jetzt über der Mittellinie an der 45-Yard-Linie der Jaguars. Und wir laufen mit Ezekiel Elliott. Boah, ein wunderbarer Spin-Move von Elliott.
Und da ist kein Mensch mehr, da ist er in der Endzone. Das ist der Touchdown für die Cowboys. Das heißt, wir machen genau da weiter, wo wir Ende der ersten Halbzeit aufgehört haben. Und der ist geblockt. Oh, ich hasse es, PETs zu verschießen. Mann, der war dumm. 34-0 damit. Ah, kann ich mich trotz dieses Spielstands drüber ärgern? Weil das darf eigentlich nicht passieren. Aber das haben sich wohl schon einige Coaches in der NFL in dieser Saison gedacht. Wenn ich denke, was da alles an Field Goals, an PETs versemmelt wurde, das war schon eine echte Nummer. So, 1. und 10 für die Jacksonville Jaguars an der eigenen 25-Yard-Linie. Laufspiel durch die Mitte, schön gestoppt. Todd Gurley hat es oft probiert, hat aber nicht wirklich viel gebracht. 2. und 7, Ball ist an der 28-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Ja, den hält er auch fest. John Elway, 9 von 11. Dritter Versuch und 2. So, Ball ist an der 33-Yard-Linie. Vollständiger Pass von Elway, das ist ein First Down für Jacksonville an der 42-Yard-Linie. Ich habe da jetzt gar nichts gegen, sollen sie kleine Pässe machen? Die Uhr tickert die ganze Zeit weiter runter. Tick, 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 tick. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Boah, Fender Ash kommt da durch. Der hat einen wahnsinnigen Speed. 2. Versuch und 17 damit. Ball ist an der 35-Yard-Linie. Vollständiger Pass, schöner Tackle. 3. Versuch und 14 an der eigenen 38-Yard-Linie jetzt für Jacksonville. Das ist auch schon eine Nummer. Das ist der nächste Sack, 3 Cowboys-Verteidiger an Elway dran. So, 4. Versuch und 20, der Ball ist unterwegs. Aufgenommen von Sanders an der 18-Yard-Linie. Diesmal läuft er rüber über die rechte Seite. Und hat da... Das gibt es nicht. Das ist der dritte. Der dritte Punt-Return-Touchdown durch Deion Sanders für die Cowboys. Ein Wahnsinns-Play. So, um den inneren Monk in mir zu bezwingen, mache ich jetzt die Two-Point-Conversion, damit wir wieder auf den 7-Punkte-Turnus kommen. Owens und Johnson gehen auf Slant Routes. Sharp ist meine Sicherungsoption. Auf die gehen wir auch. Da ist die Two-Point-Conversion. Jetzt ist alles gut. Wir haben wieder den 7-Punkte-Abstand hergestellt. Das war auch gleichzeitig das Ende des dritten Quarters. Wir gehen ins Schlussviertel hinein. Das heißt, wir kicken den Ball rüber zu den Jacksonville Jaguars. Die nehmen den Ball auf an ihrer eigenen 1-Yard-Linie, retournieren jetzt den Ball bis an die eigene 27-Yard-Linie. 1. Versuch und 10 für John Elway und die Jacksonville Jaguars. Vollständiger Pass. Ball ist an der 36-Yard-Linie. Schöner Tackle von Jeff Heath. Ja, gegen solche Dinge habe ich gar nichts dagegen. Das bringt jetzt Zeit von der Uhr. Ist ja genau das, was wir jetzt wollen. Weil 42-0, das holt kein Team der Welt mehr im 4. Quarter auf. Deswegen, das können wir jetzt alles sehr, sehr geschmeidig sehen. Sollen sie diese kurzen Pässe immer vervollständigen? Yards machen, ist ja alles gar kein Problem. Die Uhr tickert hier die ganze Zeit weiter runter.
Gehen wir in der Cover 4. Wir nähern uns jetzt schon dem 2-Minute-Warning in der zweiten Halbzeit. Erster und 10. Elway wirft wieder vollständig. Das ist ein neues First Down, weil es über der Mittellinie an der 48 und wir haben das 2-Minute-Warning. Die letzten zwei Minuten hier in der Partie brechen jetzt an. Erster und 10. Schöner Tackle, 2 Yards Raumverlust für Todd Gurley bei diesem Lauf, also ein Tackle for Loss. So, Ball ist an der Mittellinie, exakt an der 50-Yard-Linie, 2012. Oh, das ist der Slant-Versuch, da kann sich Jeff Pete gerade noch aus dem Block lösen. Macht den Tackle. Wir haben einen dritten Versuch und 10. Ball jetzt an meiner eigenen 48-Yard-Linie. Oh, viel Druck, aber Elway bringt den Ball an. Sehr schöner Pass. Erster Versuch und 10 an der 32-Yard-Linie. Oh, das ist ein Sack. Im ersten kann er noch ausweichen. Die Marcus Lawrence aber dann nicht mehr. Wir haben einen zweiten Versuch um 20. Ball an der 41. Die letzte Minute im Spiel hat bereits begonnen. Wieder ein vollständiger Pass. Ball liegt an der 35-Yard-Linie, dritter Versuch und 13 damit. Boah, fast die Interception von Sanders. Geht da ziemliches Risiko. Das ist ein 52-Yard-Field-Goal-Versuch mit dem kleinsten Holder aller Zeiten. Hoffentlich schießt er den nicht durch die Stangen. Alles unterwegs. Und der ist gut. Die Ehrenpunkte für die Jacksonville Jaguars. 42 zu 3, 28 Sekunden vor dem Ende. Der Kick ist unterwegs, geht bis weit in die Endzone. Sanders retourniert ihn trotzdem. Oh Gott, da ist schon wieder... Das gibt es ja gar nicht. Das ist jetzt noch ein Kick-Off-Return-Touchdown, den ihr hier hinlegt. Das dürften 105 Yards sein. Unglaublich. Deion Sanders, Man of the Match. Muss man einfach so sagen. Kick ist unterwegs. Der ist diesmal noch gut. Jetzt steht es 49 zu 3. Wir haben noch 18 Sekunden zu spielen. Dann ist dieses Spiel hier vorbei. Der Kick ist unterwegs. Bis an die 1-Yard-Linie. Der Return wird aufgenommen. Und jetzt zurückgetragen bis an die 28-Yard-Linie. 14 Sekunden sind noch zu spielen. Also beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Bin mal gespannt, mit welchem Ehrgeiz Jacksonville jetzt hier noch einmal die Nummer rangeht. Erstmal gehen sie nirgendwo dran, denn Leighton Van Der Esch kommt nochmal wieder durch. 2019 an der 19-Yard-Linie. Die letzten Sekunden tickern hier aber auch schon runter. Ich glaube nicht, dass sie... Doch, sie snappen den Ball doch noch einmal. Vollständiger Pass. Das war's. Wir schlagen die Jacksonville Jaguars mit 49 zu 3. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.